September diesen Jahres erst Mitglied dieses Aufsichtsrates nachgerückt in diese Funktion. Das war heute meine 5. Aufsichtsratssitzung und ich muss sagen, das war die klarste und konstruktivste Aufsichtsratssitzung in dieser Zeit. Sie war klar und konstruktiv insofern, als dass wir wesentliche und wichtige Entscheidungen getroffen haben in einem hohen Einvernehmen auf der Basis eines gemeinsamen Konsenses, wie die Geschäfte, ich nenne es mal so, der Städtischen Klinikum München GmbH weiter fortgeführt werden können, sodass der Anspruch an die medizinische Leistungsfähigkeit einerseits, aber auch an gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten andererseits dort erfüllt werden kann. Wir haben, der Oberbürgermeister hat es gerade geschildert, verschiedenste Maßnahmen in hohem Einvernehmen, einstimmig, besser geht es gar nicht, entscheiden können. Und zur Thematik der Besetzung einer Stelle für eine Arbeitsdirektorin oder einen Arbeitsdirektor möchte ich eines klarstellen, weil mir das ganz, ganz wichtig ist. Hierbei geht es bei der Auswahl dieser Person und bei der Besetzung dieser Stelle in erster Linie um Fachlichkeit und Kompetenz. Wir werden auf gar keinen Fall das Kriterium des Gewerkschaftsproporzes oder der Mitgliedschaft bei irgendwelchen Gewerkschaften über Jahre oder Jahrzehnte hinweg als das entscheidende Kriterium verwenden können, sondern entscheidend ist die Expertise im Bereich der Personalführung, im Bereich des Gesundheitswesens und des Krankenhausmanagements. Was die Beschäftigten der SDKM zu erwarten haben, ist ein schwerer Sanierungskurs und Anforderungen an diesen Sanierungskurs aus gewerkschaftlicher Sicht sind neben Transparenz und Partizipation, beide Punkte waren in den vergangenen Monaten nicht erfüllt, nicht ausreichend erfüllt, sind aber auch der Einbezug des Sachverstandes der Beschäftigten. Das heißt, unser Anliegen wird es sein, mit einer neuen Arbeitsdirektorin oder einem neuen Arbeitsdirektor und der gesamten Geschäftsführung dann Bedingungen und Anforderungen, so will ich es mal besser nennen, Anforderungen an die Umsetzung des Sanierungskonzeptes zu entwickeln, um eben diese drei Komponenten Transparenz, Partizipation und Sachverstand ermöglichen zu können. Wir brauchen eine Arbeitsdirektorin oder einen Arbeitsdirektor, der oder die nicht auf Kuschelkurs mit den Gewerkschaften und den Betriebsräten geht. Das wird eine schwierige, sachliche, aber ich hoffe konstruktive Auseinandersetzung werden und das steht für uns im Mittelkurs. Wichtig ist für uns auch, dass die Zeit der Berater in der SDKM ein Ende haben muss. Wir benötigen eine handlungsfähige Geschäftsführung, die tatsächlich an der Umsetzung der Sanierung eines zu entwickelnden Sanierungskonzeptes arbeitet und nicht eine Situation, wie wir sie alle in den letzten Monaten erlebt haben. Dafür sind die Voraussetzungen geschaffen und ich glaube, es war zumindest für die Neuen im Aufsichtsrat, Oberbürgermeister und mich, muss man so auszudrücken, eine spannende Erfahrung innerhalb kürzester Zeit nachvollziehen zu können, welchen Hintergrund die Spannungen und Auseinandersetzungen der letzten Monate eigentlich in Wahrheit hatten und daraus zu lernen und einvernehmlich die Weichen zu stellen, um eine gute Entwicklung für die SDKM zu ermöglichen. Insofern bin ich sehr optimistisch, aber ich weiß, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, eine schwierige Arbeit wird und mit Sicherheit noch die ein oder andere Auseinandersetzung auch nicht nur mit der Geschäftsführung, sondern auch mit der Gesellschafterin geben wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das sachlich, konstruktiv und lösungsorientiert angehen können. Ja, vielen Dank. Es gab im Lenkungskreis ganz konkrete Themen, die vor allem zwei Häuser betrafen. Herr Professor Hennis, bitte. Ich denke, Sie wissen alle, dass der Lenkungskreis die Aufgabe hat, Themen, die sanierungsrelevant sind, seit Bestehen des Lenkungskreises entsprechend zu beurteilen und zu bewerten. Wir haben zwei Themen heute vorgestellt, die seit längerer Zeit in der Planung und auch zum Teil schon in der Umsetzung sind. Zum einen besteht es in der Planung des Umzugs der Klinik für Dermatologie vom Standort Schwabing
an den Standort Thalkirchener Straße. Dieses Projekt wurde nochmal umfänglich vorgestellt, auch im Sinne der Begründung und der wirtschaftlichen Auswirkungen, die dieser Umzug mit sich bringen wird. Und der Lenkungskreis inklusive der externen Sachverständigen war der Auffassung, dass die Planung akzeptabel und korrekt ist und insofern auch weiter fortgeführt werden kann und fortgeführt werden soll. Der zweite Themenkomplex betraf die Kinderklinik des Klinikums Schwabing. Da geht es um die Planung einer Verbesserung der baulichen Infrastruktur, speziell jetzt auch im Hinblick auf die Situation in der Kinderintensivstation. Auch hier wurden die Argumente positiv bewertet, sodass wir die Planung der Verbesserung der baulichen Struktur der Intensivstation weiter vorantreiben sollen und auch weiter vorantreiben müssen. Insofern denke ich, wird auch aus Sicht der Geschäftsführung deutlich, dass die Planungen, die bereits bestehen und nicht im Widerspruch zu möglichen Sanierungsmaßnahmen stehen, konsequent weiter vorangetrieben werden können. Ja, vielen Dank. Eine Ergänzung nur. Die Dermatologie ist ja eine Frage, die zurzeit viele Briefschreiber, vermutlich auch Leserbriefschreiber mobilisiert. Deswegen noch die Ergänzung. Die Sinnhaftigkeit der Maßnahme ist auch von Professor Krier mit einschlägigen Stuttgarter Erfahrungen unterstützt worden. Und die mehreren Repräsentanten von Boston Consulting Group haben gesagt, dass es überhaupt keinen Zweifel an der Richtigkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahme gibt. Jetzt Frage, was aus der Sicht des Kaufmanns noch zu ergänzen ist. Aus der Sicht des Kaufmanns, das können Sie sich denken, immer die Liquidität entscheidend, die Zahlungsfähigkeit, das war ja im Grunde genommen auch der Grund unseres Donnerwettes, letztendlich, wenn ich das mal so bezeichnen darf, und ich hoffe, wir konnten es klären, wie es oftmals nach Gewittern ist, dass man etwas frische Luft atmen kann. Dahingehend bin ich auch dankbar, aber zur Liquidität, das gilt es natürlich eng abzustimmen, Maßnahmen, die eingeleitet sind, fortzuführen. Das werden wir uns in einem gewissen Rahmen leisten können und dann natürlich auf das Sanierungsgutachten zu bauen, wovon wir alle überzeugt sind, dass es zu einem positiven Ende führen wird und uns die Möglichkeit gibt, die SDK in zukunftsfähig auszurichten. Ergänzend zu den Maßnahmen möchte ich noch erwähnen, dass natürlich der Sanierungsumbau, der Restrukturierungsumbau in Neuperlach fortgeführt wird, dass 2016 dahingehend eine voll funktionsfähige durchsanierte Klinik zur Verfügung steht und wir im Grunde genommen einen Baustein der Perspektive Zukunft der SDKM dahingehend in trockenen Tüchern haben. Auch wenn ich jetzt nicht speziell von Ihnen aufgefordert bin, Herr Ude, zu diesem vierten Geschäftsführer Stellung zu nehmen, möchte ich das natürlich ganz kurz tun. Wir werden uns natürlich mit den neuen Kollegen und Kolleginnen zusammensetzen und das Ganze wirklich auch zu einem guten, positiven Ende für die SDKM bringen. Das ist, denke ich, professionelle Einstellung, das gehört sich so und so werden wir das auch tun. Und dahingehend gibt es also keinen Dissens, auch wenn das vielleicht so ein bisschen angekommen ist, sondern eher Kooperation dann miteinander. Ja, vielen herzlichen Dank. Und jetzt bitte ich den Kämmerer, wenn ich dabei als Technikassistent fungieren darf, den weiteren Zeitplan, würde mal sagen, fürs nächste Quartal darzulegen.